Liebe Schwestern und Brüder, jedes Jahr an diesem Festtag hören wir dieses Evangelium aus dem Matthäus im 16. Kapitel. Jenes Evangelium, das unsere Kirche bis heute bemüht, wenn sie die Vorrangstellung des Petrus und die Bedeutung des Petrusamtes erklären und erläutern will. Denn es ist ein Wort Jesu. Eigentlich ist das erstaunlich, dass wir das jedes Jahr mit großer Selbstverständlichkeit tun. Wissen wir doch, wie große Probleme gerade den anderen christlichen Denominationen dieser Petrusdienst und die Vorrangstellung des Petrus bedeutet. Es hat etliche theologische Versuche gegeben, diesen Petrusdienst ein wenig, sagen wir, abzuschleifen, aufzuweichen. Ja, sagen manche Ausleger, es stimmt. Petrus hat eine Vorrangstellung, aber sie ist zeitlich begrenzt. Die Vollmachten des Petrus gehen auf die ganze christliche Gemeinde über, sagen die einen. Die anderen sagen, diese Vollmachten gehen auf Jakobus über, der schließlich die Jerusalemer Gemeinde leitet. Auch das ist richtig, dass er sie leitet. Aber an einer Stelle bemerkt Josef Ratzinger einmal in diesen ganzen Diskussionen, noch niemand ist auf die Idee gekommen, und das ist ganz erstaunlich, dass diese Vollmachten auf Paulus übergegangen seien. Das ist eigentlich naheliegend, oder? Dieser Mensch war viel begabter als Petrus. Manche sagen, mit allen Wassern gewaschen. Ganz extreme Ausleger sprechen davon, dass er die Kirche überhaupt erst erfindet. Also der ideale Mann für den Petrusdienst. Diese Ausleger denken so ähnlich wie viele Menschen heute, wenn sie über die Inhaber des Petrusdienstes nachdenken oder die geeigneten Kandidaten. Aber was wir lernen heute an der Unterschiedlichkeit dieser beiden und an dem, auch wenn das jetzt als abgedroschene Phrase klingt, an dem Je-So-Sein, wie sie nun einmal sind. Wir kennen Petrus ziemlich gut aus dem Evangelium mit seinem Charakter. Wir kennen Paulus auch ziemlich gut, auch mit seinen Schwächen, ebenso wie Petrus. Genau in der Kombination, in der gemeinsamen Feier macht die Kirche deutlich, wie Gott auswählt und welche Menschen er will und in welche Position schickt. Nicht die Besten bekommen immer die höchsten Positionen. Ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Möglicherweise hat Paulus darunter gelitten, dass es auch schon damals in der Kirche so viel Unfähigkeit gab. Dass sie einfach nicht in der Lage waren, so flexibel zu sein, die Stunde zu verstehen und die Herausforderungen des Heiligen Geistes. Dass man sich nicht auf das Judentum beschränken kann, sondern zu allen gehen muss. Aber wirklich zu allen. Wir sagen das heute schnell mit einem Wort, der ist zu den Heiden gesandt. Das klingt so ein bisschen harmlos. Erstens, dass wir heute dieses Wort gar nicht mehr benutzen, weil nach mancher Diktion auch innerkirchlich es gar keine Heiden mehr gibt. Da verwimmelt die Welt von Heiden. Also von denen, die nicht an Christus glauben. Das sind eine ganze Menge auch heute noch. Zu denen fühlt sich Paulus gesandt. Und er leidet um des Namens Christi willen, weil er sehr tief verstanden hat, was Christus will, wozu er auf die Welt gekommen ist, wozu er als Gottes Sohn kam und all das durchgemacht hat, wozu er gesprochen hat und schließlich gestorben ist und was seine Auferstehung bedeutet. All das weiß Paulus nicht aus eigener Anschauung, aber aus eigenem Erleben, sehr tief. Weshalb man ihn zu Recht als ersten christlichen Mystiker bezeichnen muss. Nehmen wir Petrus dagegen. Jude wie Paulus. Aber er fällt nicht besonders durch intellektuelle Wendigkeit auf oder durch eine allzu große Bildung. Basiswissen. Okay. Immerhin. Aber genau dem sagt Jesus hier im Evangelium, auf dich will ich meine Kirche bauen. Weil er,
bei allem Wankelmut, bei aller Schwäche bis hin zum Verrat an Christus festhält. Nicht die intellektuellen Qualitäten zählen, nicht die Beredsamkeit, sondern dieses Festhalten an Christus, dieses Felswerden für Christus, trotz innerem Wankelmut. Aber dieses Bekenntnis wackelt nicht. Und das ist es, wie Augustinus bemerkt, was die Kirche begründet. Nicht die persönlichen Schwächen, sondern auf dieses Bekenntnis des Petrus baut Jesus seine Kirche. Es ist ein großes Geschenk, dass wir als Kirche diese beiden gemeinsam feiern. In ihrer Unterschiedlichkeit, in ihren sehr verschiedenen Begabungen. Und dennoch mit der Gemeinsamkeit ihren Unterschied feiern. Denn nicht beide sind Päpste, wenn wir so wollen. Nicht beide haben den Petrusdienst, der eine für die Juden, der andere für die Heiden. Nein, das haben sie sich aufgemacht. Jakobus bleibt bei der judenchristlichen Gemeinde und ist auf dem Apostelkonzil ihr Vertreter, ihr Sprecher. Paulus mit Barnabas, der Sprecher der Heidenchristen. Und doch haben wir gestern Abend noch gehört, wie Paulus zu Petrus geht. Zu keinem anderen Apostel, sondern zu ihm geht. Denn in persona ist er Verkörperung der Einheit der Kirche. Es wäre viel gewonnen, wenn wir als Katholiken das schon lernten. Dass nicht die Begabung dieses oder jenes das Petrusamt auszeichnet, sondern das Faktum, dass es besteht. Dass es einer innehat, der es ausübt. Egal, wie wir darüber denken. Wir nehmen uns manchmal sehr wichtig. Wir sind sehr schnell in der Beurteilung. Das können wir getrost der Kirchengeschichte überlassen, wenn wir schon an anderen Orten sein werden. Dass es ausgeübt wird, ist das Zeichen der Einheit. Dass es den Petrusdienst gibt, dass es einen lebenden Petrus gibt, das ist das Zeichen der Einheit. Paulus hat es verstanden. Wir sollten uns ihm anschließen, in der Hoffnung, dass wenn wir es verstehen und praktizieren, auch die anderen Getauften dazu finden und so Einheit der Kirche neu begründet wird.